sagen. Erstens, danke an euch. Es war, ich weiß noch nicht, ob es ausverkauft war, es war fast ausverkauft kurz vorher. Ich glaube, es ist ausverkauft jetzt. Vielen, vielen, vielen Dank, Ruhrgebiet. Wir sind uns dessen bewusst, dass wir das ohne euch nicht machen könnten. Ja. Aber wir könnten das nicht nur ohne euch nicht machen. Wir könnten das auch ohne die Instrumentalisten hier auf der Bühne nicht machen. Und bei der letzten Tour hieß es nachher in der Presse und im Internet, ich lese das ja offiziell gar nicht, aber es hieß damals, oh, der Summit hätte die Fresse halten sollen, lieber noch einen Song mehr spielen, die Leute nicht so lange vorstellen. Bullshit! Ohne diese Leute hier heute Abend auf der Bühne würde es Avantasia live nicht geben. Und jetzt einmal für die Presse zum Mitschreiben, jetzt werde ich jeden einzelnen von denen hier heute Abend ankündigen, okay? Denn, okay, wir fangen an mit dem Unwichtigsten. Nein, stimmt ja gar nicht, stimmt ja gar nicht. Der ist gar nicht so unwichtig, denn der ist sehr wichtig. Im Ohr habe ich den am allerlautesten. Außer mir? Ja, wirklich, weil du den saubersten Ton von allen spielst. Ist so, ist so. Es sieht so aus, als würde er nur bam, 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 bam machen. Aber er macht viel mehr als das. Er ist der Backbeat der Band und er gibt mir den Grundton am Bass. André Neigenfeld! Und das Zeug ist live ganz schön schwer zu spielen, ne? Noch so ein bisschen länger. Der André ist gar nicht alleine hier heute Abend. Es sind auch andere Leute hier. Und da hätten wir zum Beispiel einen Menschen, der Backing Vocals gesungen hat und auch Lead Vocals. Er ist heute Abend hier hauptsächlich Backing-Sänger, aber auch sehr geiler Leadsänger. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, er hat bei Edguy und Avantasia bei den letzten 4 oder 5 Alben Backing Vocals gesungen. Ein großartiger Leadsänger und ich bin so, so, so glücklich, dass er endlich mal wieder aus dem Arsch gekommen ist und mitgekommen ist auf Tour und mal wieder live gesungen hat. The one and only Thomas Röttger! So, jetzt haben wir hier, der Thomas stand ja nicht alleine hier oben. Sagen, denn jeder, der Avantasia schon mal live gesehen hat, hat sie auch gesehen und gehört und ihre Stimme und ihre Schönheit sprechen für sich. The one and only Amanda Summerbaum! Haben wir es dann jetzt auch? Jetzt kommen wir. Dieser Mensch hier, er ist vielleicht nicht besonders schlau und er ist auch nicht besonders schön und er ist auch ansonsten nicht besonders irgendwas. Aber etwas ist er. Er ist zuverlässig wie ein Schweizer Nummernkonto. Thank you.
mit Keyboards und Schlagzeug alleine würde man ja nicht weit kommen. Also mit traditionellen Power Metal könnte man es eigentlich ohne Gitarren schaffen. Aber wir machen richtig Metal. Ja? Wir machen richtig Metal. Und deshalb brauchen wir auch Gitarren. Und wir brauchen diesen Menschen hier bei Avantasia ganz unheimlich wichtig. Wir brauchen jemanden unheimlich dringend. Wir brauchen jemanden unheimlich dringend. Dieser Mensch ist nicht nur ein unglaublich guter Gitarrist, er ist auch ein geiler Sänger, er ist ein geiles alles. Ja? Ja, bist du aber doch. An der Gitarre, an den Vocals, an den guten Jokes, Oliver Hartmann! Das Ganze natürlich nicht. Und ohne Produktion klingt das Ganze auch nicht. Und ohne jemanden, der sagt, Tobi, komm, lass noch eine machen, würde es das Ganze hier heute Abend gar nicht geben. Der Mensch, der dafür gesorgt hat, dass Avantasia überhaupt wieder auf die Bühne gegangen sind. Der Mensch, der dafür sorgt, dass Avantasia Alben produzieren. Wahrscheinlich einer meiner drei besten Freunde. Dieser Mensch hat dafür gesorgt, dass es Avantasia überhaupt noch gibt. Dieser Mensch spielt Gitarre. Dieser Mensch arrangiert Songs. Dieser Mensch hat jedes zweite eure Alben produziert. Der einzigartige Sascha Pell! Geilste Publikum der ganzen Tour. Das meint er ernst, das ist auch wirklich so. Der Mann, der zuständig ist dafür, dass es Avantasia überhaupt gibt, seit mittlerweile über 13 Jahren, mit 5 Alben. Am Gesang, das Mastermind, Tobias Sammet!